Ich bin Mathilde Hoffmann, ich bin Sounddesignerin und Komponistin für Games. Ich arbeite halbtags auch in einem Tonstudio, wo wir sehr viele Sprachaufnahmen machen, auch für Games. Unter anderem für Death Stranding hatten wir ein paar Aufnahmen und auch für Warcraft 3 Reforged. Aber auch viele Sprachaufnahmen für Werbung und so weiter. Aber meine Leidenschaft ist trotzdem Sounddesign für Games und Komposition. Hier auf der Play hat es heute Morgen angefangen mit einem Artist-Talk, den ich gegeben habe. Und kurz danach war hier schon der Workshop zum Thema Monster Sound Design. Und morgen bin ich dann noch in der Jury für den Creative Gaming Award. Ich würde sagen, Geräusche und Musik sind das Wichtigste an digitalen Medien. Das ist natürlich auch mein Beruf, ich muss das sagen, aber ich finde, ein Monster, was gruselig aussieht, das macht uns vielleicht noch nicht so richtig Angst, wenn es nicht auch wirklich gruselig klingt. Wenn man beim T-Rex den Sound weglassen würde, würde der uns wirklich Angst machen? Ich glaube nicht. Also ich finde, Sound ist eigentlich einer der wichtigen Pfeiler. Ich meine, es gibt zwar wenig Sound ohne Bild, aber es gibt auch kein Bild ohne Sound. Also das gehört einfach zusammen, das ist super wichtig. Eigentlich kann man aus allem Monstergeräusche machen. Das haben wir auch heute im Workshop festgestellt. Am liebsten benutze ich tatsächlich die eigene Stimme. Experimentiere rum, schreie ins Mikrofon. Aber dann gucke ich auch einfach mal in der Küche, was ich da so alles finde. Und kann dann so Knochenbrechgeräusche und ekelhafte, bisschen spritzige Geräusche einfach mit Alltagsgegenständen zaubern. Und wenn man die Sachen dann miteinander kombiniert, kommt da oft irgendwie eine relativ einzigartige Mischung bei raus. Und das ist so die Magie von Sounddesign. Also ich war letztes Jahr schon als Gast auf der Play und was mich an der Play begeistert, ist irgendwie dieses freundschaftliche Ambiente. Es ist schön klein und übersichtlich, mit so vielen irgendwie Sitzgelegenheiten und Plaudergelegenheiten in den Workshops kommt man mit fremden Leuten zusammen, aber danach ist man sich irgendwie nicht mehr fremd. Das sind irgendwie kleine Gruppen, die dann aber schnell zusammenwachsen. Das finde ich super an der Play. Ich liebe auch, dass in der Ausstellung so viele kleinere Spiele auch gezeigt werden, dass da eine Plattform gegeben wird, dass man sich mit den Entwicklern direkt unterhalten kann. Also ich finde einfach diese persönliche Atmosphäre von der Play, dass man wirklich das Gefühl hat, man kommt diesen Leuten aus der Industrie näher, aber nicht nur Leuten aus der Industrie, sondern einfach Begeisterten aus jedem Gebiet. Diese Nähe, das finde ich, ist das Besondere an der Play.